Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 13, Bericht des Landesschuldenausschusses gemäß 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahmeverwaltung von Schulden des Landes Hessen 2011/13. Hier haben wir vereinbart 5 Minuten Redezeit. Der Kollege Gagel von der AfD, der erste Redner. Ein Moment, Berichterstattung. Ja, gut. Lassen wir erst den Bericht. Bitte sehr. Kollege Reul gibt den Bericht. Danke, Herr Präsident. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mir natürlich nicht die Chance nehmen lassen, als Berichterstatter vom Landesschuldenausschuss vorzutragen. Erstens. Der Landesschuldenausschuss hat in seiner 64. Sitzung am 19. August 2019 die Verwaltung der Schulden des Landes Hessen und die Führung des Landesschuldbuches im Haushaltsjahr 2017 geprüft. Seine Erörterungen lag der Bericht des Vorsitzenden an den Ausschuss vom 4. Juli 2019 in Klammern. Ein Moment, Kollege Reul. Meine Damen und Herren, darf ich mal darum bitten, insbesondere rechts hinten, darf ich da mal bitten im Bereich des Oktoberfestbereichs dort, dass wir etwas Ruhe mal jetzt hier reinbringen. So. Der Berichterstatter Kollege Reul hat das Wort und jeder ist gut beraten, ihm zuzuhören. Es geht um Schulden. Hören Sie zu. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich setze fort. Ich war an der Stelle in Klammern 67. Schuldenbericht, Klammer zu, über die Prüfung des Schuldenstandes zum 31. Dezember des Jahres 2017 sowie der Verwaltung der Landesschuld im Haushaltsjahr 2017 zugrunde. Zweiter Punkt. Das Ergebnis seiner Prüfung für das Haushaltsjahr 2017 fasst der Landesschuldenausschuss wie folgt zusammen. Die Prüfung der Führung des Landesschuldbuches ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Tilgungen und Zinszahlungen wurden zeitgerecht und vollständig geleistet. Sämtliche Grenzen für die Kreditaufnahmen, Kassenkredite, die Übernahmen von Eventualverbindlichkeiten sowie der Rahmen für Derivatevereinbarungen wurden eingehalten. Das Finanzministerium wird gebeten, den Landesschuldenausschuss über die Kreditermächtigung der Extrahaushalte im öffentlichen Gesamthaushalt zu berichten. Nächster Spiegelstrich. Es wird empfohlen, dass die Landesregierung auf den Einsatz von Derivaten verzichtet, soweit sie nicht der Eliminierung von Negativzinsen bei bereits bestehenden Swaps dienen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank 2017 zwar von 6.824 € auf 6.527 € je Einwohner. In der Rangfolge der Pro-Kopf-Verschuldung der Flächenländer machte Hessen dadurch einen Platz gut und stieg vom 7. auf den 6. Rang. Dritter Punkt. Der Landesschuldenausschuss berichtet über dieses Ergebnis dem Landtag nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012 und beantragt, der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Jetzt gehen wir in die Aussprache. Der Kollege Gagel von der AfD hat das Wort. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Das Schuldenmanagement des Landes Hessen kommt einer eindeutig hervorragenden Rolle zu. Denn es geht hier um viel Geld. Betragen doch die Gesamtverbindlichkeiten des Landes Hessen per 31.12.18 knapp 40 Milliarden Euro. Das wäre schön, ja. Ein 100stel Prozentpunkt mehr oder weniger beim Zins einer großen Zahl macht da gleich schon einen bedeutenden Betrag bei der Bedienung der Schuld aus. Und so komme ich zunächst einmal auf die Gesamtsituation zu sprechen. Das Land Hessen profitiert nur sehr langsam vom Niedrigzinsumfeld. Die Zinsausgaben sind mit 952 Millionen Euro Stand 2018 immer noch etwa knapp 70% der Zinslast des Jahres 2012, wo wir bei der Zinslast des Landes unser Maximum hatten. Gemessen daran, dass die Zinsen heute in einem Null- oder Negativumfeld sind, muss der unkundige Laie doch einmal die Frage stellen dürfen, warum zahlt denn das Land Hessen überhaupt noch Zinsen? Und es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Einerseits muss das Land
dafür sorgen, dass Zinszahlungen in späteren Jahren gegenüber Ausgangsniveaus gesichert werden, um Haushaltsrisiken zu vermeiden. Und sie unternimmt daher langfristig Sicherungsgeschäfte oder begibt langlaufende Anleihen. Zweitens. Andererseits lagen beim Management der Landesschuld Fehleinschätzungen zur zukünftigen Zinsentwicklung vor. Damit wurden Sicherungsgeschäfte getätigt, die so in dieser Form kontraproduktiv für das Land waren. Das ist im Wesentlichen der Grund, warum der Durchschnittszinssatz auf die Landesschuld immer noch bei 2,35% liegt, Stand 2018. 2017 war es ähnlich. Selbst wenn man den Schuldenstand 2015 fortgeschrieben hätte, wären wir heute immer noch bei 2,24%. Während heutzutage sämtliche Anleihen der öffentlichen Hand negativ rentieren, also im Negativzinsbereich liegen, zahlt das Land also weiterhin Zinsen. Ohne einzelne Derivategeschäfte herauszunehmen, fällt sofort auf, dass hier, sagen wir es vornehm, das Management der Landesschuld kein so glückliches Händchen gehabt haben muss und Markteinschätzungen zur zukünftigen Zinsentwicklung schlicht und einfach falsch gewesen sind. Der Nachweis steht verklausuliert zwischen den Zeilen auch im Landesschuldenbericht. Wir haben auch in der Sitzung darüber gesprochen, beispielhaft für ein großes Derivategeschäft, welches im Jahr 2011 abgeschlossen wurde. Die Zinsentwicklung wurde seitens des Schuldenmanagements völlig falsch eingeschätzt. Und ich zitiere aus diesem Bericht, und das ist wiederum ein Zitat aus der FAZ, trotz dieser Entwicklung, das bezieht sich jetzt im Jahr 2011 auf die Zinsentwicklung, trotz dieser Entwicklung erwarteten die Chefvolkswirte namhafter Banken in Erwartung geldpolitischer Maßnahmen der EZB im Mai 2011 eine Rendite zum Jahresende 2011 zwischen 3,6 und 4,1%. Am 22.09.2011 sanken die Renditen dann bisher auf den nie dagewesenen historischen Tiefstand von 1,63%. Was lernen wir daraus, liebe Landesregierung, lieber Herr Schäfer oder lieber Herr Worms? Die Mehrheit muss nicht immer recht haben. Gilt übrigens auch beim Klimaschutz. In diesem Sinne legte die krasse Fehleinschätzung der zukünftigen Zinsentwicklung im Jahre 2011 die Basis für ein Derivatgeschäft der Landesregierung, welches auf 40 Jahre abgeschlossen wurde und vom Starttermin 2017 bis zum Jahre 2057 läuft. Die Barwertentwicklung aller im Portfolio der Landesregierung befindlichen Derivate hat sich somit ausgehend von einem Wert Null zu Beginn der Sicherungsstrategien im Jahr 2011 auf nunmehr einen Barwert von knapp minus 8 Milliarden Euro entwickelt. Ich darf das sicher zeigen aus dem Landesschuldenbericht. Das ist die Grafik dazu. Diese korreliert mit dem Swap-Satz über 40 Jahre, nämlich das zugrunde liegende Geschäft im Wesentlichen. Daher folgt, eine richtige Zinseinschätzung und ein gutes Management der Schulden, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Und da hilft es auch nicht viel, dass Hessen im Vergleich der Bundesländer einigermaßen gut dasteht. Offenbar hat man in anderen Landeshaushalten ähnliche Fehler aufgrund ähnlicher Fehleinschätzungen gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Das Wort hat die Frau Abg. Dahlke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Für meinen lieben Kollegen Frank Kaufmann war ich diesen August im Landesschuldenausschuss, um den Bericht des Hessischen Rechnungshofs zu erhalten und darüber zu beraten, wie sich die Schulden unseres Landes im Jahr 2017 entwickelt haben und wie sie verwaltet werden. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, das Schuldenmanagement im Sinne des Landes ist keineswegs eine triviale Angelegenheit, sondern sehr anspruchsvoll. Fast täglich laufen Kredite aus und müssen verlängert bzw. umgeschuldet werden. Zentral für das Land ist dabei die Planungssicherheit. Oder anders ausgedrückt, die langfristige Risikominimierung hat Vorrang vor einer kurzfristigen Zinsoptimierung. Applaus
Die Diskussion in der Sitzung des Landesschuldenausschusses drehte sich zu einem wesentlichen Anteil auch um das Thema Derivate. Bei diesen meist sehr langfristigen Absicherungsgeschäften sichert das Land sich zu einem bestimmten Zeitpunkt feste Zinssätze in der Zukunft. Damit ist ein möglicher Zinsanstieg begrenzt. Wenn die Zinsen dann wieder alle Erwartungen sinken, das Land sich aber höhere Zinssätze zu einem früheren Zeitpunkt im Sinne der Planungssicherheit gesichert hatte, dann wurde allerdings mehr gezahlt, als unter einer Betrachtung im Nachhinein nötig gewesen wäre. Genau das ist in unserem Fall eingetreten auf die Abschlüsse, die das Land vor etwa 10 Jahren getätigt hat. Aber, und das können wir alle gemeinsam festhalten, die Entwicklung am Finanzmarkt und die derzeitige historische Niedrigzinsphase war schon vor 10 Jahren völlig wider den Erwartungen der einhelligen Meinung der gesamten Finanzwissenschaft. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer, aber da man auch die Risiken bewerten muss, verstehe ich, wenn man sagt, dass die Absicherungsgeschäfte eben eine Art Versicherungsprämie kosten, weil sich ja die zukünftigen Entwicklungen nicht sicher voraussehen oder in der Glaskugel erkennen lassen konnten. Und wie ich es eben anfangs gesagt habe, die Risikominimierung hat Vorrang vor einer kurzfristigen Zinsoptimierung. Mit Derivaten wird zwar die Chance aufgegeben, unmittelbar von fallenden Zinsen zu profitieren. Aber das ist bei anderen längerfristigen Anleihen ja in gleicher Weise der Fall. Und in beiden Fällen gewinnt man stabile Planbarkeit. Außerdem ist es keineswegs auszuschließen, dass am Ende aufgrund der wirklich langen Laufzeiten die Zinsen am Markt wieder gestiegen sind und die Derivategeschäfte vielleicht doch eine positive Bilanz ausweisen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Finanzwirtschaft eines Landes muss so weit wie möglich stabil und planbar sein. Würden die Schulden vollständig am Tagesgeldmarkt platziert oder nur über Kassenkredite aufgenommen, wären die Bürgerinnen und Bürger zu Recht besorgt, denn das wäre total risikoreich, unberechenbar und volatil. Genau dies ist für einen Landeshaushalt nicht praktikabel, weil unverantwortlich. Im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können wir erwarten, dass das Schuldenmanagement des Landes professionell und transparent ist. Deswegen können wir zu Recht eine finanzwirtschaftliche Analyse der Wirtschaftlichkeit und der Risiken erwarten und dass Entscheidungen anhand objektiver Kriterien getroffen werden. Was mir also ganz wichtig ist, ist ein adäquates Risikomanagement und Transparenz über alle Entscheidungen und Vorgänge. Die Diskussion hier und heute und der Schuldenbericht sowie die regelmäßigen Sitzungen des Landesschuldenausschusses unter Beteiligung aller Fraktionen im Landtag in den letzten Jahren sind wichtige und bewährte Elemente dieser Transparenz. Der Rechnungshof empfiehlt in seinem Bericht, dass Derivate zukünftig nur noch zur Vermeidung von Negativzinsrisiken eingesetzt werden. Im Jahr 2017, denn darum geht es ja hier und heute, wurden 12 neue Receiver-Swaps abgeschlossen, die alle ausschließlich den Zweck hatten, Negativzinsrisiken, also Zinskosten des Landes, aufgrund von negativen Zinsen zu vermeiden. Die Empfehlung des Rechnungshofs wurde also umgesetzt, und das begrüße ich ausdrücklich. Was es sonst noch zum Landesschuldenbericht zu sagen gibt, hat der Herr Kollege Reul eben schon vorgetragen. Die Haushaltslage und die Schuldensituation des Landes haben sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt, und wir haben Vorsorge getroffen für die sich abzuzeichnende konjunkturelle Eintrübung. Dafür möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium ausdrücklich danken. Und zum Schluss möchte ich danken auch dem Rechnungshof für die stets intensive Prüfung und konstruktive Begleitung des Schuldenmanagements des Landes Hessen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abgeordnete Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Ach, das ist ja eine nette Begrüßung hier. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren!
möchte zu Beginn aus einer Pressemitteilung des Hessischen Finanzministeriums vom 29. August zitieren. Dort heißt es, laut Schuldenbericht 2017 habe der Einsatz von Derivaten zu keiner Zeit zu Beanstandungen in den Schuldenberichten oder in den Sitzungen des Landesschuldenausschusses geführt. Diese Feststellung, meine Damen und Herren, die darf hier im Hessischen Landtag, der den Bericht ja zur Kenntnis nimmt, nicht unwidersprochen stehen bleiben. Und aus der Erfahrung der letzten Monate weiß ich auch ziemlich genau, dass andernfalls das Finanzministerium mit allen Mitteln versucht, alle Mitglieder des Landesschuldenausschusses für die selbst verschuldeten, verfehlten Entscheidungen im Finanzministerium mitverantwortlich zu machen. Und das darf nicht sein. Deshalb will ich auch hier deutlich machen, erneut deutlich machen, dass ich erhebliche Beanstandungen an der Derivatepraxis des Landes Hessen habe. Mit dem Amtsantritt des Finanzministers Dr. Schäfer im Jahr 2010 ist eine Strategie verbunden, bei der das Land Hessen einen erheblichen Teil seiner Schulden mit sogenannten Forward-Payer-Swaps für einen sehr langen Zeitraum an feste Zinsen gebunden hat. Und wir reden hier nicht, das ist ja zum Glück schon gesagt worden, von Peanuts. Wir reden hier von 65 Forward-Payer-Swaps, von einem Kreditvolumen von insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Das Finanzministerium hat damals scheinbar in die Glaskugel geschaut oder auch spekuliert, dass die Zinsen bald ansteigen würden und dass man sich so dauerhaft niedrige Zinsen sichern würde. Was damals gut klang, ist, wie wir heute wissen, im Umfeld von Niedrigzinsen ein finanzielles Fiasko. Die Zinsen stiegen nicht, sie sanken. Statt günstiger Kredite zahlt das Land seither für seine Schulden ganz kräftig drauf. Nun könnte man ja sagen, eine leichte Fehleinschätzung, solche Fehltritte, die könnten ja passieren, und andere haben sie ja auch gemacht. Deswegen sollte man da fünfe gerade sein lassen. Wenn wir uns aber die Dimension der Geschäfte anschauen, dann ist das kein einmaliger Fehler, sondern es ist aus unserer Sicht das systematische Versagen eines Finanzministers als politisch Verantwortlichen. Sie haben, das muss man ja auch noch einmal klar machen, Sie haben im Jahr 2011 teilweise Verträge abgeschlossen, in denen Sie das Land Hessen dazu verpflichtet haben, Schulden mit einem festen Zinssatz ab dem Jahr 2020 für eine Laufzeit von 40 Jahren einzugehen. So als ob Sie 2011 voraussagen konnten, wie sich die Zinsen bis ins Jahr 2020 entwickeln würden. Im vergangenen Jahr hat es geheißen, das seien jetzt große Versicherungen. Ich finde, Wetten oder Zockerei ist doch noch immer der bessere Begriff. Nach unseren Schätzungen, und denen hat bei aller Verteidigungsrhetorik dieser Derivatgeschäfte auch noch niemand widersprochen, nach unseren Schätzungen entstehen dem Land aus diesen Geschäften jährlich Mehrkosten von 80 Millionen Euro. Über die gesamte Laufzeit von 40 Jahren reden wir hier von einem Schaden in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro, die die hessischen Steuerzahler zahlen müssen, weil der hessische Finanzminister schlauer sein wollte als der Markt und die Zinsentwicklung. Bereits im August 2018 hat die Presse darüber berichtet, dass der Rechnungshof seit über 2 Jahren an einem Bericht zu den Derivatgeschäften arbeitet. Jetzt endlich soll der Bericht irgendwann in diesem Herbst womöglich vorliegen. Gleichzeitig aber liegt uns hier ein Bericht vor, der keine Beanstandungen an der Verwaltung der Landesschulden feststellen kann. Das, glaube ich, trifft so nicht ganz zu. Denn in diesem Landesschuldenbericht kommt immerhin die Wahrheit auch häppchenweise zum Vorschein. Nachdem der Rechnungshof dankenswerterweise im 63. Schuldenbericht berechnet hat, dass die Derivate, die im Jahr 2013 angelaufen sind, immerhin schon einen Schaden von 375 Millionen Euro verursachen, sind die Derivate, die 2017 anliefen, das finden Sie hier auch im Bericht, und da geht es nicht um die Receiver-Swaps, die 2017 abgeschlossen wurden, sondern es geht um die Forward-Payer-Swaps, auf die man sich 2011 eingelassen hat. Also die haben 2017
2015 einen Schaden von rund 538 Millionen € verursacht. Allein damit sind wir schon bei einem finanziellen Schaden von 900 Millionen € berechnet vom Landesrechnungshof. Und ich finde, es kann nicht sein, dass dieser finanzielle Schaden weiter in der Öffentlichkeit kleingeredet werden. Es kann nicht so angehen, dass das Finanzministerium so tut, als seien diese Geschäfte besonders üblich. Diese Geschäfte, die haben dem Land Hessen erheblichen Schaden zugefügt, und dass der Ausmaß des Schadens, der muss aufgeklärt werden, und dabei stehen wir erst am Anfang. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Abg. Frau Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Schon viel Fachkundiges zu der und deshalb müsste die Stille eigentlich jetzt am größten sein, weil die Frage, was wir letztlich an verfügbaren Mitteln haben oder nicht als Parlament, ist ja die Kernfrage für alle Diskussionen. Mein Vorredner, der Herr Schalauske, hat schon einiges ausgeführt, was Gegenstand der Erörterung war zu den Derivaten. Das ist ein Aspekt, der das Land Hessen bei der Frage, wie finanziell leistungsfähig stehen wir da, ausbremst. Das muss man einfach feststellen. Und die Ursachenforschung hinkt leider, weil der Hessische Rechnungshof den Bericht bisher noch nicht vorgelegt hat. Nun kann man sagen, aus Fehlern soll man ja lernen. Dazu bräuchten wir aber einen Bericht des Hessischen Rechnungshofs. Man könnte aber allein auch schon in den Blick in die Parlamentsgeschichte etwas lernen, wenn man nämlich feststellt, Rot-Grün hatte sich seinerzeit verzockt bei Derivaten. Schwarz-Grün hat sich verzockt, oder Schwarz allein, je nachdem, wie die Betrachtung ist, hat sich verzockt. Man könnte vielleicht einmal überlegen, ob der Staat dem Instrument Derivate gewachsen ist. Der Hessische Rechnungshof schreibt zu seinem Punkt Einsatz von Derivaten. Und das ist der Punkt, den der Herr Schalauske meinte, dass der Landesschuldenausschuss sehr schnell gerne in die Gesamthaftung genommen wird. Und das muss man sich einmal wörtlich anhören. Der Einsatz von Derivaten, da geht es auch um Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, der Einsatz von Derivaten hat zu keiner Zeit zur Beanstandung in den Schuldenberichten oder in den Sitzungen des Landesschuldenausschusses, besetzt von allen Fraktionen, geführt. Zu keiner Zeit. Aus Sicht der Prüfung wurden die haushaltsgesetzlichen Vorgaben eingehalten. Alle Vereinbarungen hatten einen Bezug zu bestehenden oder konkret geplanten Grundgeschäften im Sinne der Haushaltsgesetze. Man sagt formal, das Ziel die Anforderungen eingehalten, aber leider weist die Kasse des Landes Hessen ein Riesenloch auf infolge dieser Derivategeschäfte. Und am Ende aller Tage reden wir hier doch über Steuergelder. Und wenn ein solches Geschäft zu derart massiven Verlusten führt, dann muss sozusagen sofort auf die Notbremse getreten werden, eine Bestands- und eine Situationsanalyse erfolgen. Und von dem Instrument, was irgendwie gefährliche Wirkungen hat, muss man die Finger lassen. Und da vermag Und da vermisse ich ehrlich gesagt auch in den Einlassungen, und der Landesschuldenausschuss, seine Sitzung sollte ja dann anschließend als tolle PR-Sitzung mit Foto, danke Herr Schalauske, Sie haben das schon einmal mitgemacht, ich bin ja noch ganz neu in der Runde, ich hätte mich wahrscheinlich aufs Foto zerren lassen und wäre dann mit abgelichtet worden nach dem Motto, tolle Bilanz des Landesschuldenausschusses, und Sie haben ja mitgemacht, und seien Sie doch bitte mal ruhig. Also von daher würde ich mir ein bisschen mehr tätige Reue, sagen wir Juristen, gerne wünschen. Von Seiten des Finanzministers, Entschuldigung, Herr Worms, oder des Staatssekretärs in Vertretung, der jetzt da ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, es geht um etwas sehr Zentrales für uns als Parlament, die Frage, was haben wir dann als Aktivmasse zur Verfügung? Und das ist der wesentliche Punkt. Und da sind auch andere Fraktionen, auch die SPD beteiligt, dass wir es nicht geschafft haben, hier als Parlament oder die jeweiligen Regierungen. Ich habe mir einmal die Zahlen angeschaut aus meinem bescheidenen Geburtsjahr 1970, 23,7 Milliarden Schulden, und jetzt sind es 48 Milliarden. Irgendwas stimmt nicht.
Die Kurve weist eine leicht bedenkliche, ist die berühmte Trendwende. Sie tritt nicht ein. Und die 200 Millionen Schuldentilgung, die jährlich laufen, die werden im Bericht des Rechnungshofes so sehr gelobt, oder der Finanzminister lobt sich ja gerne dafür, dass er 200 Millionen in die Tilgung ausgibt. Aber, werte Kollegen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist kein ambitionierter Tilgungsplan. Und am Ende aller Tage, geht es doch darum, wir haben heute schon viel über Klima diskutiert, wir haben über Zukunft diskutiert. Und jede Haushaltsdebatte sollte auch den Aspekt der Generationengerechtigkeit diskutieren. Und wir haben keinen ambitionierten Schuldenplan. Und darum geht es im Kern, ob das jetzt 3A-Rating oder 2A-Rating ist, sondern wir müssen Bilanz aufweisen. Und vor allen Dingen der Finanzminister muss zeigen, wie die Schulden schmelzen. Am Anfang des Jahres jammert er, er hätte weniger Mehreinnahmen. Das finde ich einen tollen Satz, der gefällt mir total gut. Weniger Mehreinnahmen und bereitet so ein Szenario vor, die Steuereinnahmen sinken. Aber Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ja, ich muss auch, das Thema ist zu traurig. Die Steuereinnahmen steigen von Monat zu Monat. Die Schulden des Landes Hessen leider nehmen nicht im gleichen Tempo ab. Also, man kann nur sagen, die Hessenschnecke bei der Schuldentilgung gewinnt nicht an Fahrt. Von daher nehmen wir diesen Bericht massiv mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abgeordnete Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 64. Sitzung des Landesschuldenausschusses war meine erste in diesem Gremium. Ich muss sagen, ich hatte schon schönere Sitzungen als diese. Ich glaube, dass es auch, Herr Staatssekretär, vielleicht angebracht wäre, ich habe dem Minister das auch schon einmal gesagt, mit dem Vorsitzenden des Landesschuldenausschusses, dem Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs, einmal darüber zu sprechen, ob man das ein bisschen anders organisieren kann. Weil da waren jetzt, ich war der einzige Oppositionsabgeordnete als ordentliches Mitglied da. Und ansonsten stehen dann da gegenüber 14 Vertreter vom Finanzministerium, 8 Mitglieder des Rechnungshofs und 2 Regierungsabgeordnete noch. Und niemand, den ich kenne von denen, die ich gerade aufgezählt habe, ist zufrieden aus dieser Sitzung rausgegangen. Deswegen muss man, glaube ich, mal gucken, ob man das zukünftig ein bisschen besser organisieren kann. Das gilt auch dafür, im Vorfeld ein paar Sachen abzusprechen. Und damit Einen Moment, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen, der Kollege Marius Weiß ist doch ein friedfertiger Mensch. Hören Sie ihm doch bitte zu. Vielen Dank für diesen sehr wahren Zwischenruf, Herr Präsident. Und ich glaube, dass man ein paar Sachen einfach vorher abstimmen muss, die so nicht gehen. Wenn in dem Bericht z.B. Oppositionsabgeordnete namentlich zitiert sind, mit Sachen, die Sie in nicht öffentlichen Sitzungen gesagt haben, und das soll dann hier in einem öffentlichen Dokument erscheinen, dann geht das einfach nicht. Ich bin froh, dass es jetzt in dem veröffentlichten Exemplar nicht mehr drin ist, aber solche Sachen kann man sicherlich vorab vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Bericht selber. Angesichts der 5 Minuten Redezeit hier will ich mich auf 2 Punkte beschränken. Der erste Punkt ist der Derivateinsatz, der hier schon vielfach angesprochen wurde. Hessen hat in seinem Schuldenmanagement Derivate abgeschlossen. Das funktioniert in etwa so, dass sich das Land mit einem Festsatz die Zinsen sichert und die Variable zahlt die Bank. Das ist gut, wenn dann der eigentliche Zinssatz höher ist als der, den man vereinbart hat. Und dann ist es ein gutes Geschäft für das Land, wenn die Zinsen also steigen. Das sind sie aber nicht. Die konservative Zeitung Die Welt hat vor fast einem Jahr nachgerechnet und getitelt, Hessen verzockt mehr als 3 Milliarden Euro. Das ist nämlich genau dieser Unterschied zwischen diesem festgeschriebenen Zinssatz und der eigentlichen Entwicklung, also dieser Variable, die dabei ist. Richtig blöd läuft das Ganze dann, wenn der Euribor sogar ins Minus rutscht, wie geschehen. Dann zahlt das Land nämlich nicht nur den festgeschriebenen negativen Zinssatz auf den Festsatz, sondern den eigentlich negativen Zinssatz des Euribor noch obendrauf. Das hätte man durch einen sogenannten Floor verhindern können, hat man aber nicht. Man hätte das Geschäft auch auflösen können,
Jeder Swap mit 40 Jahren Laufzeit hat 40 Zahlungstermine. Das hat man auch nicht. Stattdessen hat man sogenannte Receiver-Swaps abgeschlossen oder Spiegel-Swaps. Das sind Spiegelgeschäfte, bei denen genau umgekehrt die Bank den Festsatz zahlt und das Land die Variable. Das hat aber zur Folge, und darüber haben wir gestritten, weil man uns im Haushaltsausschuss, und die Frau Kollegin Dahlke hat es hier eben noch einmal gesagt, ja gesagt hat, aufgrund des Weltartikels im letzten Jahr, es kann ja passieren, dass die Verluste gar nicht eintreten, die 3 Milliarden €, die die Welt an die Wand gemalt hat, weil es kann ja sein, dass sich der Zinssatz wieder ändert und er wieder hochgeht. Und genau das haben Sie damit verhindert, weil mit diesen Spiegelswaps, mit diesen Receiver-Swaps haben Sie genau diese Zinssätze festgeschrieben. Es kann nicht mehr sein, dass die Verluste nicht eintreten. Sie haben sie damit festgeschrieben, mit diesem doppelten Geschäft. Und Sie haben das Ganze auf 40 Jahre gestreckt, um die Verluste dementsprechend zu verschleiern. Das ist ungefähr so, als wenn Sie einen Apfel kaufen für 1 €, und dann stellen Sie fest, dass an der einen Stelle, da könnte es sein, dass der ein bisschen faul wird. Das war dann ein ziemlich schlechtes Geschäft. Und dann geben Sie demjenigen, von dem Sie den Apfel gekauft haben, dem geben Sie noch einmal 50 Cent und sagen, dafür nimmst du mir den Apfel aber wieder zurück, wenn der dann tatsächlich faul wird. Und das ist das, was Sie doppelt bezahlen. Und damit es nicht auffällt, strecken Sie diese 50 Cent für den faulen Apfel noch auf 40 Jahre. Genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und das werden wir an anderer Stelle im Haushaltsausschuss noch einmal genau aufarbeiten müssen, was hier passiert ist und welche Verluste hier tatsächlich eingetreten sind. Der zweite Punkt, über den man noch etwas sagen muss, das ist der Bereich Schuldenstand und Ländervergleich, der auch Teil dieses Berichts ist. Da steht nämlich drin, wenn man sich das genau anschaut, dass Hessen im Jahr 2017 die Nettokreditaufnahme um lediglich 200 Millionen € verringert hat. Ich sage lediglich, weil das pro Kopf eine Veränderung zum Vorjahr von 32 € ausmacht. Das ist im Ländervergleich, das steht da drin, Platz 11 von 16. Platz 11 von 16. Das ist bestenfalls hinteres Mittelfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das bei besten Rahmenbedingungen, guter Konjunktur, sprudelnden Steuern, niedrigen Zinsen ist das viel zu wenig. Der Minister Schäfer setzt genau da an, wo der Minister Weimar vorher weitergemacht hat. Er schafft es nicht, diesen Haushalt in Ordnung zu bringen. Und das kann man wunderbar an einer Grafik sehen, die aus dem eigenen Haus des Finanzministeriums ist, als Vorlage für den Landesschuldenausschuss. Die rote Linie ist die Entwicklung der Landesschulden, und die blaue Linie ist die. Das mal sehen, zeichnen wir das mal. Gut, jetzt kannst du weitermachen und zum Schluss kommen. Die Linie auseinandergehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da hat die CDU die Landesregierung übernommen. Seitdem haben sich die Schulden verdoppelt, und Sie kriegen es trotz sinkender Zinsen nicht hin, diesen Haushalt zu konsolidieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt den schönen Spruch, Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert und nicht in schlechten Zeiten. Wenn ich die ersten Anzeichen dafür sehe, wohin... Herr Kollege Weiß, ja, die Redezeit wird auch in guten Zeiten ruiniert. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist doch wunderbar, wenn man sich auf seine Vorredner verlassen kann, lieber Kollege Weiß. Die Statistik, die Sie gezeigt haben, Herr Kollege Weiß, die Statistik, die Sie gezeigt haben, der Anstieg der Schulden, kann ich Ihnen genau zeigen. Diese Statistik ist relevant. Ohne die Zahlung in den Länderfinanzausgleich hätte Hessen keinen einzigen Euro Schulden gemacht. Und das ist die Wahrheit. Deshalb muss man immer schauen, welche Statistik zu welchem Zeitpunkt man hervorholt, und muss darauf abwarten, welche Antwort dann kommen kann. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe leider nur 5 Minuten Zeit. Ich könnte gerne hierzu zu den Dingen noch viel länger reden. Deshalb mache ich es etwas komprimiert. Jahrzehntelang haben Regierungen in Hessen Schulden gemacht. Jetzt macht Hessen keine neuen Schulden mehr. Und das ist etwas ganz Entscheidendes und anderes zu den Vorgängerregierungen.
Das Finanzministerium hat natürlich eine Aufgabe. Es kümmert sich insgesamt um vier Punkte. Erstens. Hessen gibt nur noch das Geld aus, das es auch hat. Zweitens. Hessen investiert gezielt in wichtige Dinge wie Sicherheit, Bildung, Mobilität und Umweltschutz. Drittens. Hessen zahlt Schulden zurück. Und viertens. Der Schuldenberg muss verwaltet werden. Das soll sicher und interessenswahrend von dem Land gemacht werden. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Schuldenverwaltung. Die Schuldenverwaltung achtet auf Sicherheit, Transparenz und bringt uns Planungssicherheit. Und, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wer in dieser Sitzung anwesend gewesen ist, der hat natürlich auch den Ausführungen zuhören können, dass 80% unserer Kredite des Landes Hessen ganz normal am Kreditmarkt aufgenommen und finanziert werden. Wir reden hier über 20% der Kredite, die mit Zinssicherungsgeschäften abgedeckt werden. Und das ist ja auch jetzt hier so die Diskussion, wo ja erzählt wird, das sind hier Milliardenverluste. Mit Summen kann man relativ leicht um sich werfen, gerade auch vor Wahlentscheidungen, wie wir das ja im letzten Jahr erlebt haben. Dadurch werden sie aber nicht besser und sie werden nicht wahrer, sondern sie sind definitiv falsch und waren politisch gelenkt. Aber auch das sei geschenkt. Wenn Sie, Herr Schalauske, behaupten, dass hier gezockt worden ist, und das haben auch andere Redner gesagt, dann müssen Sie zur Kenntnis nehmen, und das ist im Landesschuldenausschuss dargestellt worden, zum Zeitpunkt der Abschluss des Zinsderivates war es allgemein die Zinserwartung aller etablierter Institute. Dort ging man auf von einem Zinsanstieg. Und deshalb war es wirtschaftlich sinnvoll und verantwortungsvoll, in diesem Zeitpunkt, wo man erwartet hat, dass die Zinsen zukünftig weiter steigen, dass man die Zinsen auf eine lange Sicht sich sichert und damit festschreibt, dies ist verantwortungsvolle Politik. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Zinssicherungsgeschäfte werden auf der Landes- und auf der Bundesebene gemacht. Sie sind nichts Neues, sie sind keine Erfindung des Finanzministers, sondern sie werden auf allen Ebenen gemacht, wenn man verantwortlich sich mit Finanzpolitik auseinandersetzt und wenn man dies macht. Und vielleicht Zahlen, die Sie gerne ja verschweigen, kann ich Ihnen hier zitieren. Wenn man sich die Derivategeschäfte der Vergangenheit anschaut, wenn man sich anschaut, wie in den letzten 10 Jahren planmäßig Derivategeschäfte geändert haben, dann haben wir dort 282 Millionen € Gewinn gemacht. Meine Damen und Herren, Gewinn gemacht. Wir machen die Derivategeschäfte nicht, um Gewinn zu machen, aber wir machen sie, um uns Zinsen für die Zukunft zu sichern. Dies ist verantwortungsvolle Politik. Und lassen Sie mich das noch erwähnen. Im Jahre 2012 wurden insgesamt noch jährlich 1,4 Milliarden € Zinsen gezahlt. Im Jahre 2018 waren es nur noch 950 Millionen €. Sie können sich das ausrechnen. Ich sage Ihnen die Zahl. 1,7 Milliarden € Zinszahlung wurden eingespart durch verantwortungsvolles Handeln des Finanzministers und seiner Mitarbeiter, die dort eine hervorragende Arbeit geleistet haben und auch weiterhin leisten. Wir vertrauen Ihnen, und wir vertrauen auch der Expertise. Und, lieber Kollege Weiß, das kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen, wenn Sie sagen, es sollen keine Äußerungen der Mitglieder aus dem Landesschuldenausschuss im nächsten Landesschuldenbericht stehen. Ja, das haben wir einvernehmlich entschieden. Aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, der Kollege Schmidt, den ich sehr schätze, der jetzt nicht mehr dem Hessischen Landtag angehört, hat in einer Plenardebatte hier geäußert, ich zitiere, um niedrige Zinsen im Vergleich zu der bisherigen Zinsbelastung zu sichern, kann der Einsatz von Derivaten ein sinnvolles Mittel sein. Dies hat er gesagt in der Plenardebatte am 12. September 2018, nachzulesen auf der Seite 10.774. Und ich zitiere weiterhin, er hat gesagt, die vom Land eingesetzten Derivate beinhalten Chancen, aber auch Risiken, also vollkommen neutrale Betrachtung. Und letztes Zitat, der Grundsatz der Zinssicherung ist akzeptabel und gerechtfertigt. Das habe ich persönlich auch immer mitgetragen. Punkt. Ende der Zitate. Das hat Ihr Kollege auch geäußert, nicht aus dem Landesschuldenausschuss, sondern in der Plenardebatte vor einem Jahr zum Landesschuldenbericht. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Der Präsident des Landesrechnungshofs, der Vorsitzende des Ausschusses, hat eine gute Arbeit gemacht, hat uns die Daten vorgelegt. Ich danke ihm noch einmal an dieser Stelle und seinem Team und allen Leuten, die uns dort beraten haben. Die Landesschuldenverwaltung ist in guten Händen, und wir vertrauen, dass der Finanzminister uns weiterhin gut durch die Geschicke führt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat der Staatssekretär Dr. Worms. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Bei der Befassung mit dem Landesschuldenbericht des Rechnungshofs stechen ja viele Aspekte ins Auge. Ich möchte vor allen Dingen danke zwei hervorheben. Jetzt geht es besser. Vielen Dank. Erstens, also dass das Plenum über den Bericht debattiert, das ist gut und wichtig, denn das war nicht immer so. Und dabei spielen sich ja in dem Schuldenstand des Landes 70 Jahre hessische Landespolitik wieder. Und bis vor einigen Jahren kannten die Schulden des Landes nur einen Weg, den nach oben. Und erst mit der Schuldenbremse hat sich dies geändert. 3 Jahre hintereinander wurden jetzt nicht nur keine zusätzlichen Schulden aufgenommen, sondern solche sogar getilgt. Ein Paradigmenwechsel, der mit Blick auf eine nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik nicht hoch genug bewertet werden kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss man mit großer Vorsicht beobachten, wenn verschiedentlich die Forderung erhoben wird, die Schuldenbremse zu ändern bzw. sie weiterzuentwickeln, etwa in Richtung einer, wie es so schön heißt, investitionsorientierten Schuldenregelung. Mit großer Vorsicht deshalb, weil Deutschland und Hessen vor Inkrafttreten der aktuellen Schuldenbremse jahrzehntelang eine investitionsorientierte Schuldenregelung hatten. Schulden waren nämlich erlaubt in Höhe der Ausgaben für Investitionen. Und wir alle wissen, hat diese Regelung nicht funktioniert, sondern in ihrer Wirkung war sie letztlich eine Schuldenaufnahmebegünstigungsregelung. Ich glaube, wir sind gut beraten, Fehler der Vergangenheit nicht blind zu wiederholen. Der zweite Punkt, der hervorzuheben ist, der zur Prüfung des Haushaltsjahres 2017 verfasste Bericht ist aus unserer Sicht erfreulich. Die Prüfung des Rechnungshofs enthält keine Beanstandungen. Dies gilt für das gesamte Feld der Prüfung, von der Kreditaufnahme bis zur Schuldenverwaltung, für Derivate und auch für den Bereich von Bürgschaften und Garantien. Wichtig, vor dem Hintergrund des seit vielen Jahren sinkenden Zinsniveaus und den Maßnahmen der Landesregierung zur Konsolidierung der Landesschuld hat sich der Zinsaufwand des Landes einschließlich Derivate inzwischen von deutlich knapp 1,4 Milliarden Euro in der Spitze auf unter 1 Milliarde Euro reduziert. Das heißt, gegenüber früher müssen wir gut 400 Millionen Euro weniger an Banken überweisen, und diese Mittel stehen zusätzlich für politische Gestaltungsaufgaben zur Verfügung. Mehr ist immer schön. Zur Zinsstrategie des Landes nur so viel an dieser Stelle. Die Zinssicherungsstrategie wurde vor ihrer eigentlichen Umsetzung anlässlich der 56. Sitzung des Landesschuldenausschusses am 1. April 2011 präsentiert und im 60. und 61. Schuldenbericht ausführlich thematisiert. Der Einsatz von Derivaten hat zu keiner Zeit zu Beanstandungen geführt. Haushaltsgesetzliche Vorgaben wurden eingehalten. Und alle Vereinbarungen hatten einen Bezug zu bestehenden oder konkret geplanten Grundgeschäften im Sinne des Haushaltsgesetzes. Und letztlich die relative Zinsbelastung des Landes einschließlich der Derivate unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen Ländern. Und wichtiger noch als diese Einzelfeststellung ist, dass man sich Folgendes vor Augen führt. Eine Strategie kann nur insgesamt betrachtet werden und nicht lediglich in einzelnen Teilen. Bei unserer Kapitalmarktstrategie sind mir aus Sicht des Gesamtportfolios 2 Aspekte besonders wichtig. Das Gesamtportfolio befindet sich hinsichtlich der Durchschnittsverzinsung von 2,35% im Länderschnitt, bei etwas längerer Zinsbindungsdauer von 9,7 Jahren. Wir haben da eine etwas längere Sicherheit zum annähernd gleichen Preiserhalt. Und zweitens, da nur 20%, darauf ist hingewiesen worden, da nur 20% der Kredite langfristig zinsgesichert sind, nimmt das Gesamtportfolio von 80% an den Zinsänderungen teil, mit all den Chancen, aber auch Risiken, die damit verbunden sind. Für die öffentliche Hand glücklicherweise
haben sich die Zinsen stark rückläufig entwickelt. Der Sparer sieht das sicherlich anders. Die Gesamtstrategie stimmt also und bewegt sich auch im Einklang mit den Ergebnissen von Bund und anderen Ländern. Meine Damen und Herren, der Schuldenbericht und die Aussprache im Rahmen des Land- und Schuldenausschusses schaffen Transparenz und wecken im parlamentarischen Raum Verständnis für die Arbeit von Kreditreferat und Schuldenverwaltung. Dafür möchte ich abschließend Dank sagen dem Vorsitzenden des Landesschuldenausschusses, Herrn Präsident Dr. Wallmann. Ich sehe die Vizepräsidentin, die den Dank sicherlich an ihn weitergibt, den beteiligten Prüfern sowie den parlamentarischen Mitgliedern des Landesschuldenausschusses für die stets offene und gleichwohl konstruktive Diskussion. Diskussion, die fruchtbar ist und sich auszahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Staatssekretär, vielen Dank. Am Ende der Aussprache weigert sich jemand, den Bericht des Landesschuldenausschusses zur Kenntnis zu nehmen. Das ist nicht der Fall, dann ist der Bericht zur Kenntnis genommen worden.